Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, nach Durchsicht all unserer Gebrauchtwagen-Tipp-Videos ist uns aufgefallen, dass es noch gar nichts über den 7er BMW der Baureihe E65 gab. Also haben wir dies schwuppdiwupp nachgeholt und hier kriegt ihr euer Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum BMW 7er E65. Zuvor noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Schaut doch gerne auch mal bei unserem Zweitkanal Boxengasse vorbei. Dort laden wir regelmäßig Reactions aus den Livestreams zu automobilen Themen und euren Fahrzeugen, welche ihr uns bei Insta zusendet, hoch. Wenn ihr selbst live dabei sein wollt, folgt uns auch gerne bei Twitch oder auf www.bavmo.tv. Links in der Beschreibung. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir wie immer mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Die Oberklassenlimousine der 7er Baureihe E65 erblickte im Jahr 2001 das Licht der Welt und löste damit den Vorgänger, den E38, in der Oberklasse ab. Gebaut wurde das gute Stück bis 2008, wo er dann vom Nachfolger F01 abgelöst wurde. Beim 7er gab es mehrere Ausführungen, wobei es sich bei allen Varianten um Limousinen handelt. E65 ist die normale 7er Version. E66 ist die Langversion. Diese hat einen verlängerten Radstand von 140 mm, was den Platzverhältnissen im Fond, also im hinteren Bereich des Fahrzeuges, zugute kam. Diese hat ab der E65 Baureihe nur den Modellsatz LI anstatt wie früher IL. Die Buchstaben wurden jetzt also vertauscht. E67 war die gepanzerte Version. Diese behandeln wir in diesem Video nicht, da diese viel zu speziell ist. Sollte jemand einen besitzen und vorstellen wollen, können wir da gerne nochmal drüber sprechen. E68 war die Wasserstoffvariante des 7ers, welcher sogar alternativ mit Benzin versorgt werden konnte. Da im Jahr 2012 das Netz von Wasserstofftankstellen noch nicht so ausgebaut war und leider selbst heute noch nicht so gut ausgebaut ist. Die 100 gefertigten Modelle des Hydrogen oder Hydrogen 7 wurden allerdings nie verkauft, sondern nur als Leasingfahrzeuge vergeben, welche nach der Zeit zurückgegeben wurden. BMW hat schon Jahrzehnte vorher mit Wasserstoff experimentiert und der E68 ist ein äußerst interessantes Fahrzeug. Nun aber zurück zum E65 und E66, welche für unser Gebrauchtwagen-Tipp-Video relevant sind. Das Design des 7ers ist ganz eindeutig für den amerikanischen Markt konzipiert, weswegen das Modell besonders als Vorfacelift hier in Europa eher unbeliebt unter Liebhabern ist. Ab dem Facelift hat sich dies deutlich gelegt, da viele kleine Sünden wie das eher belächelte Bengelheck dann entfernt wurden. Motoren und Preise. Die Motorenauswahl beim 7er war für BMW recht überschaubar, da beim 7er keine kleinen Motoren verbaut wurden. Bei den Benzinern ging es nämlich erst beim 3 Liter R6 Triebwerk mit 231 PS los und hörte beim 6 Liter V12 mit 445 PS auf. Bei den Dieselmodellen fing es ebenfalls beim 3 Liter R6 an und endete erst beim 745D mit 4,4 Liter V8 Triebwerk. Die V12 Benziner wurden so auch bei Rolls-Royce verbaut. Alle Benzinmodelle gab es als Normal- und als Langversion. Bei den Dieselmodellen gab es nur den 37LD als Langversion ab Facelift, circa ab Mitte 2005. Kommen wir zu den Problemen der Baureihe. Der E65 kann extrem viel Technik an Bord haben. Die Problematik hierbei ist dann aber auch, dass natürlich sehr viel kaputt gehen kann. Bei diesem Modell gibt es dann leider noch die Kombination, dass die viele Technik auch nicht sehr zuverlässig war. Somit kommen wir direkt zum ersten und größten Problem beim E65, nämlich der Elektrik. Diese war beim E65 leider so dermaßen anfällig, dass sich viele Neuwagenkunden sogar bei BMW direkt beschwert haben. Beim Facelift wurde es dadurch zwar etwas besser, leider aber immer noch nicht sehr gut. Nein, noch nicht mal gut, eher ausreichend. Daher solltet ihr immer etwas auf der hohen Kante haben, um immer gewappnet zu sein, wenn die Steuergeräte ausfallen, denn das ist leider keine Seltenheit.
Hier braucht man auch nicht auf einzelne spezifische Ausstattungsmerkmale eingehen, da leider die gesamte Elektrik davon betroffen ist. Bei den V8-Modellen ist das Thema Ventilschaftdichtung je nach Laufleistung auch ein leidiges Thema. Diese macht sich dann zum Beispiel durch bläulichen Rauch bemerkbar. Generell sind bei den größeren Triebwerken, also den V8 und V12 Triebwerken, sämtliche Dichtungen zu kontrollieren, da diese gerne mal etwas durchlassen. Die Achsen sind natürlich wie bei jedem BMW immer ein Problem. Wie wir es schon öfter gesagt haben, liegt dies einfach an der sportlichen Abstimmung des Fahrzeuges und den oft katastrophalen Straßenverhältnissen in Deutschland. Das hohe Fahrzeuggewicht spielt einem da leider auch nicht gerade positiv in die Karten. Grundsätzlich kann man hier sagen, es ist unfassbar wichtig, dass sämtliche Wartungsintervalle eingehalten wurden, denn der E65 kann sich leider schnell zum Fass ohne Boden entwickeln, insbesondere da viele den Unterhalt eines 7er BMWs auf die leichte Schulter nehmen, da die Anschaffungspreise mittlerweile im bezahlbaren Bereich liegen. Doch vergesst niemals den riesen Rattenschwanz, der dann noch der Unterhalt mit sich zieht. Rechnet euch also unbedingt vorher die Versicherung und die Steuern aus, kalkuliert eure ungefähren Spritkosten und habt mindestens einen vierstelligen Betrag auf der Seite, den ihr nur für die Reparaturen benutzt, damit ihr nicht böse überrascht werden könnt. Wer jetzt denkt, der E65 ist untragbar, der hat wahrscheinlich recht. Nein, den kann man natürlich auf einer Seite etwas beruhigen, denn bis auf die Achsen und die Bremse, die durch das hohe Gewicht stark beansprucht werden, sind zumindest die normalen Verschleißteile relativ wartungsarm für diese Fahrzeugklasse, kosten beim Tausch aber auch eine gute Stange. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Ausstattung. Wer sich von den Problemen und Unterhaltskosten noch nicht abschrecken lassen hat, der wird sich über die meist üppige Ausstattung beim E65 freuen. Wir haben natürlich alles, was es vorher auch schon gab, Klimaautomatik, automatische Lichtsteuerung etc. braucht man hier wohl nicht zu erwähnen. iDrive war auch bei jedem 7er immer ab Werk vorhanden. Was noch eher besonders war beim E65 waren Ausstattungen wie zum Beispiel Soft-Close-Türen, aktive Geschwindigkeitsregelung ACC, Park-Distance-Control PDC, Reifendruck-Control RDC, Sitzheizung und vor allem Belüftung, Komfort-Parkbremse, Key-Memory, der die Einstellung des jeweiligen Fahrers im Schlüssel speichert und noch vieles mehr, um nur einige Beispiele hier zu nennen. Im Fond gab es natürlich keine Grenzen. Besonders bei Individualmodellen kann man da wahre Goldstücke finden, die auf der hinteren Sitzbank mehr Luxus bieten, als so manch einer im Wohnzimmer zu Hause hat. Spezielle Sonderwünsche kann man im Gegensatz zum Vorgänger hier bei der Langversion finden, denn es gibt keine spezielle Luxusversion mit dem Namen L7, wie es früher der Fall war. Empfehlung: Eine Empfehlung auszusprechen ist aufgrund des hohen Risikos, hier ein Problemfahrzeug zu erhalten, sehr schwer auszusprechen. Solltet ihr alles durchkalkuliert haben und sicher sein, dass ihr euch einen E65 leisten wollt und könnt, dann würden wir aber definitiv zu einem Facelift raten. Einfach weil die Probleme da nicht mehr so extrem waren wie bei den ersten Baujahren. Das Design ist dann auch deutlich ansehnlicher geworden und erinnert auch eher schon in Richtung F1 anstatt an ein Versuchsobjekt. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen philosophieren wollt, dann vergesst auch nicht, uns bei Twitch unter www.bavmo.tv zu folgen oder die Highlights auf unserem Zweitkanal Boxengasse anzuschauen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.